Nochmal willkommen zur Vorlesung Machine Learning. Die Autoren der Vorlesung, Benno Stein, Theo Lettmann, Michael Völske und ich selbst, wir sind verschiedene, die an verschiedenen Orten, verschiedene Professoren, die an verschiedenen Orten die Vorlesung halten. Und ja, ich möchte Ihnen jetzt eine kurze Einführung, einen kurzen Überblick geben darüber, was Sie in der Vorlesung erwartet. Wir versuchen, die Vorlesung so zu gestalten, dass Sie einen breiten Einblick in verschiedene Grundlagen des maschinellen Lernens erhalten. Nicht nur Deep Learning, wie es ja gerade der Hype ist. Deep Learning bzw. die Grundlagen für Deep Learning mit linearen Modellen, neuronalen Netzen, aber auch. Allerdings schicken wir vorneweg erstmal ein paar Basics. Das bedeutet, woraus besteht eigentlich ein Lernproblem, eine Lernaufgabe und wie modelliert man überhaupt ein solches Lernproblem? Was ist ein einfacher Algorithmus, mit dem man lernen kann und wie evaluiert man ein maschinelles Lernverfahren? Das wird so die nächsten drei Vorlesungen mit einnehmen oder vier. Dann kommen wir zu den linearen Modellen, neuronalen Netzwerken. Support Vector Machines sind nicht Teil dieser Vorlesung, aber auch ein wichtiges Lernverfahren. Das müssen Sie sich gegebenenfalls andernorts noch aneignen. Sie werden auch andere Lernparadigmen kennenlernen, nicht nur die auf linearen Modellen basierenden, sondern auch Entscheidungsbäume und auf statistisches Lernen basierenden Verfahren, das Bayesische Lernen. Und wie Sie sehen, gibt es noch eine ganze Menge mehr, was Sie lernen könnten, wenn diese Materialien doch nur viel vollständiger und die Zeit für eine Vorlesung noch viel länger wäre. Können wir nicht alles anbieten, aber die Ziele dieser Veranstaltung sind vor allem, Ihnen die nötigen Grundlagen zu vermitteln, damit Sie in der Lage sind, sich selbst auszubilden. Das heißt, Sie sollen alle notwendigen Begriffe kennengelernt haben, damit Sie, wenn Sie mal ein neues Lernverfahren sehen oder irgendein Forschungspapier oder irgendein Video online, einschätzen lernen können, wie die Begrifflichkeiten, die dort verwendet werden, in Zusammenhang stehen mit denen, mit denen man letztendlich alle Lernverfahren erklären kann. Das heißt, Sie sollen hier das Rüstzeug bekommen, im maschinellen Lernen weiterzukommen und sich eventuell an die Spitze vorzukämpfen in den nächsten Jahren. Es ist leider so, dass nicht alle dieselben Begriffe verwenden, um ein und dasselbe zu beschreiben. Das ist in jedem Forschungsbereich so. Und demzufolge haben wir uns jetzt für eine Begriffswelt entschieden, die nicht notwendigerweise automatisch der entspricht, mit der Terminologie entspricht, mit der alle reden. Aber wir haben versucht, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Sie sollen vorneweg die Grundlagen des maschinellen Lernens erlernen. Sie sollen die formalen Konzepte und Methoden, die dahinter stehen, verstehen und in der praktischen Übung auch, ich sag mal, sowohl händisch auf dem Papier als auch gegebenenfalls per Implementierung in Python anwenden lernen. Das alles soll Sie dazu befähigen, in Zukunft maschinelle Lernprobleme oder Lernaufgaben zu modellieren und einer halbwegs vernünftigen Lösung zuzuführen. Natürlich, wenn Sie das Problem wirklich lösen wollen, sodass man es auf die Menschheit, dass man die Lösung auf die Menschheit loslassen kann, braucht es noch ein bisschen mehr, vor allem eins, Erfahrung und noch viel mehr Wissen und Ausprobieren. Ausprobieren noch am wenigsten, aber man muss leider sagen, dass im maschinellen Lernen dann doch sehr viel auch noch Ausprobieren ist, weil nicht alles theoretisch erfasst ist, bei weitem nicht. Und wie gesagt, Sie sollen sich selbst weiterbilden können. Die wesentlichen Grundlagen des maschinellen Lernens sind die der Statistik und der Mathematik. Auszüge der Statistik, Auszüge der Mathematik, nicht alle Mathematik. Das im maschinellen Lernen bedienen wir uns bestimmter Methoden. Maschinelles Lernen ist Teil des viel größeren Gebiets der künstlichen Intelligenz, aus dem eine ganze Reihe weiterer Methoden und Algorithmen ebenso eine Rolle spielen oder für die das maschinelle Lernen als eine weitere Methode eingesetzt wird. Wir sehen heute auch ein Beispiel, wie die heuristische Suche zum Beispiel in Zusammenhang stehen kann mit Machine Learning, um das Problem des Schachspielens zu lösen. Mein eigener Forschungsbereich, das Information Retrieval oder die Sprachverarbeitung, Natural Language Processing,
ist Teil der künstlichen Intelligenz, der angewandten künstlichen Intelligenz. Und Anwendungen in denen oder in Feldern, in denen an spezifischen Anwendungen geforscht wird, beinhalten Entscheidungssysteme, medizinische Systeme, die in Krankenhäusern eingesetzt werden, Suchmaschinen, selbstverständlich, und aber auch so autonome AIs wie selbstfahrende Autos oder andere, auch ganz basale Systeme, die sie täglich benutzen, zum Beispiel Schreibunterstützungssysteme und viele mehr. Maschinelles Lernen wird inzwischen in sehr vielen Forschungsbereichen als eine weitere Methode, um immer weiter komplexere Probleme zu lösen, eingesetzt. Nicht immer ist das von Vorteil. Man sollte die klassischen Methoden nicht vergessen, insbesondere wenn man in der Forschung herausfinden möchte, was das maschinelle Lernen wirklich bringt, im Gegensatz zu den klassischen Methoden. Wenn Sie nebenbei lesen wollen, sind Sie dazu herzlich eingeladen. Hier sind eine ganze Reihe von Büchern aufgelistet, auf denen Teile dieser Vorlesung basieren. Wenn Sie ein gutes Einstiegsbuch lesen wollen, schauen Sie sich das gute alte Buch von Mitchell an, auf dem auch der Einstieg in diese Vorlesung basiert. Es gibt auch ein paar Links dazu. Das Buch steht einfach online. Viele der Bücher hier stehen einfach online. Pattern Recognition und Machine Learning von Bishop oder Elements of Statistical Learning von Hasty oder Goodfellow's Deep Learning sind inzwischen Standardwerke, die die genannten Bereiche hier, Statistical Learning, Deep Learning oder das klassische Machine Learning und Pattern Recognition, sehr gut abdecken. Sie alle verwenden verschiedentlich und auch stark mathematische Nomenklatur, die wir versucht haben natürlich zu vereinheitlichen hier, damit Sie nicht ständig die Begriffswelt wechseln müssen. Es gibt noch weitere, zum Beispiel ein Buch über Support Vector Machines und die Kernelmethoden da drin, Regression Trees, also Entscheidungsbäume und die Klassifikation damit, oder noch ein weiteres wichtiges Buch zum Statistical Learning und der Theorie darunter. Also das sind alles wichtige Standardwerke, wenn Sie sich anfangen wollen, weiterzubilden und aufzuschließen, wenn Sie die Vorlesungen abgeschlossen haben, da können Sie direkt einsteigen. Viele von Ihnen werden sicherlich schon Ihren eigenen Programmierstack haben, was sicherlich von Vorteil ist und was Sie auch im Normalfall nicht ändern müssen. Viele Machine Learning basiert auf Python. Wenn Sie die Sprache noch nicht sprechen, werden Sie nicht umhinkommen, die zu lernen unterwegs. Wir werden keine Programmierausbildung machen, das sage ich direkt vorweg, aber Sie müssen als höheres Semester in der Informatik sicherlich auch in der Lage sein, langsam dann die ein oder andere zusätzliche Programmiersprache sich anzueignen auf Basis der Ausbildung, die Sie schon erhalten haben. Python hat sich im Augenblick ein bisschen durchgesetzt. Natürlich wird es so sein, dass irgendwann die nächste Sprache um die Ecke kommt und plötzlich ist das dann en vogue. Im Augenblick ist es halt Python. Und Jupyter Hub ist ein ganz nettes Werkzeug dafür. Die Notebooks kennen Sie sicher. Wenn Sie lieber Python direkt in der IDE programmieren, schauen Sie sich Visual Studio an oder die PyCharm IDE. NumPy und scikit-learn, insbesondere für das klassische für die klassischen Methoden im Machine Learning, sind vielleicht auch noch ein, zwei Libraries, die für Sie von Interesse sein werden. Ansonsten für Statistik R oder Octave oder SciPy für Python. Das ist sicherlich auch nicht ganz verkehrt, sich das mal anzuschauen, zumindest eins davon. Und ja, damit sind wir am Ende dieses Teils.